So, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu dem ersten Tutorial von mir. Mein Name ist Sweetech, aka Marco. Und ich zeige euch heute, wie man Rumble, also Rumbles, erstellt. So, nach der Art von UMAC, Charlotte Witt oder Space 92 und wen es nicht alles gibt in dieser Ära. Und zwar zeige ich euch das alles auch nur mit Fruit Loops internen Plugins. Das war mir persönlich halt wichtig, damit es jeder nachmachen kann. Und zwar fangen wir an. Wir nehmen einfach die ganz normale 808-Kick. So, machen die einmal auf jeden vierten Stop füllen. Beziehungsweise jeden vierten Step. Und jetzt machen wir hier Folgendes: Wir nehmen den Eingang raus, normalisieren. Und jetzt hört sich das schon mal so an. So ein bisschen nach hier noch. Ja, Mann, genau so muss das. Jetzt brauchen wir ein paar Sachen. Und zwar brauchen wir ungefähr, ich sag mal, 5 bis 7 Plugins. Zuallererst brauchen wir ein EQ, damit wir das Rauschen wegkriegen. So. Dann brauchen wir noch. Wo ist er denn? Da ist Hardcore. Ich liebe Hardcore, da ist eine Distortion drin, die ist einfach mega geil. Deswegen kann das hier alles auf Empty. Wir brauchen nur die Distortion. Gehen wir ein bisschen runter. Noch ein bisschen Herz rein. Genau. So. Jetzt brauchen wir noch. Wo ist der Pitcher? Pitcher, Pitcher, da ist er. So. Sehr gut. Pitcher ist drauf. Jetzt brauchen wir nur noch den Kompressor. Ah ne, der kommt zum Schluss. Also noch einen nach unten. Ich habe den Reaper voll vergessen. Doch schon mal ganz gut an. So. Jetzt brauchen wir nur noch den Delay. Ist schon fast ein bisschen zu hart. Ne, wir nehmen den anderen Delay, den Mutant. Der ist scheiße. Ersetzen. Wo ist ein Delay Bank? Delay 2, genau, wunderbar. Hoch. So. Multiband-Kompressor noch einer unten. Brauchen wir nur noch einen Gross Beat. Mit einer Sidechain habe ich sogar schon was vorbereitet. Das sollte ungefähr so aussehen. Tag ein bisschen hoch. So. Irgendwie wirkt der Sidechain auch nicht. Sehr gut. So, was müssen wir aber hier noch? Mal in den Piano Roll rein und das alles ein bisschen untersetzen. So, auf C4. So, und jetzt hört sich doch schon mal fast danach an, wie es sich anhören soll. Jetzt gehen wir noch in den Multiband-Kompressor rein, da gibt es so eine schöne Bass Boost. Das muss runter, das muss runter. Mann.
So schnell habt ihr einen Rumble. Richtig nice. Ich hole jetzt mal noch irgendeine Kick mit rein, damit man mal hören kann, wie sich das denn in Zusammenhang anhört. Bisschen sehr laut. Und so ein bisschen runterdrücken. Ach ne, das war ja auch der 1. Und damit habt ihr eure Rumble. Hier seht ihr ja nochmal alle Sachen. Und ja, einfacher geht's nicht. Einfacher geht's wirklich nicht. Ich meine, das Einzige, was ihr noch machen könnt, wenn ihr eine Shredder Rumble haben wollt, ich nenne das immer Shredder Rumble, ja, dann geht ihr hier nochmal rein, nehmt noch ein Grass Beat drauf, geht hier auf ein Viertel, dann macht das auf ein Drittel. Ja, im Großen und Ganzen war es das schon mit dem Tutorial. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, falls ihr irgendwas wissen wollt, wie etwas funktioniert oder sonstiges, einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten bin ich natürlich über jedes Feedback sehr erfreut. Ja, wenn es denn konstruktiv ist, hier irgend so eine Scheiße in die Kommentare schreiben, da bin ich gar kein Fan von. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, einfach rein damit, ne? Und in diesem Sinne sage ich dann einfach mal bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und haut rein.